wenn es dann losgeht, dann sollte man es nicht verpassen. Aber man verpasst leider einfach von Zeit zu Zeit die großen Chancen. Ist einfach so. Nvidia, das ist ja der Superstar an der Börse. Muss man neidlos anerkennen, ist der Superstar. 15%, ich meine, das ist ja irre. 15%. Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zum Börsen Espresso. Während der nächsten Minuten erfährst du, wo an den Börsen die Chancen und die Risiken zu finden sind. Ramon, was ist bei dir die letzten Monate gelaufen? Ja, ich meine, ich war da an einer Konferenz von Stifel in Interlaken, sehr viele Firmen gesehen. Stifel, ja, das ist ein Broker in Zürich, war früher Mainfirst, ein Deutscher. Und die organisieren das in der Schweiz. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen Fieldtrip gemacht, Holcim gesehen, Sika, Schindler. Mhm. Ja, da lernt man immer wieder neue Sachen kennen. Mhm. Und bei dir, was ist dann bei dir gelaufen? Ja, ich hatte in der Familie einen sehr schweren Krankheitsfall. Der hat mich sehr absorbiert und deshalb haben wir auch eine längere Pause gemacht. Aber jetzt bin ich wieder voll zurück und an den Finanzmärkten habe ich auch nicht viel gemacht. Deswegen auch, aber das war echt ganz gut und das schauen wir uns jetzt dann auch gleich an. Was hast du getan an den Börsen? Ja, an den Börsen habe ich schon diese klassische Positionierung gehalten, wenn es gestiegen ist, wieder ein bisschen verkauft, wenn es wieder runtergegangen ist, wieder ein bisschen dazu gekauft. Aber die ganz großen Sachen habe ich auch nicht gemacht, die ganz großen neuen Ideen. Aber was wir noch gemacht haben, ist eine neue Webseite bei Lima Capital. Jetzt habt ihr viel mehr Informationen, ihr könnt die Produkte anschauen, seht die Performance. Die Portfolio-Manager, die würden sich sehr freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Die würden auch bereit sein, Fragen zu beantworten und ihre Strategie erklären. Gut, eine Aktie, wo wir ja Anfang Jahr schon drüber gesprochen haben, die jetzt wirklich auch Performance generiert hat, bei mir, ich nehme an, auch bei dir. Ist so, ja. Roche. Und da hatten wir ja einen Anstieg jetzt in den letzten Wochen. Endlich ist er gekommen aus dieser eher gelb markierten Falling Wedge heraus von knapp 20%. Ja, ist schon spannend. Ich meine, ich mag mich erinnern, es ging runter und immer mehr Fragen, was ist denn mit Roche los und niemand wollte kaufen. Ja, runter ist auch relativ, also siehst du, es ist ja nicht mehr weit nach unten gegangen, ein bisschen noch, aber wer natürlich so auf diese neuen Tiefs, wer da allergisch ist auf diesen Begriff, der hält halt einfach die Hände weg. Und das ist so, aber nachher, sobald da mal die Wedge nach oben ausgebrochen wurde, dann kamen dann Meldungen und selbst auf kleinste positiven Meldungen hat die Aktie weiter positiv reagiert. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, ist dann mal ein Stück gegangen. Mhm. Ich denke, geht nicht gleich weiter. Ja, also es ist ja häufig so bei diesen fallenden Keilen, also diese Falling Wedge, dass mal der erste Vorstoß so etwa bis an die Wurzel der Wedge läuft und dann gibt es eine Pause, manchmal auch einen Rücksetzer und dann geht es dann weiter. Wir haben das ja auch auf der Webseite dann auch aufgegriffen in verschiedenen Expertisen. Eine, die auch sehr gut gelaufen ist, auch zu Anfang Jahr besprochen. Niemand wollte sie mehr haben. Kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß. Diese magischen 7, da war Apple schon draußen bei vielen. Toll, oder? Ja, und dann kam auf einmal AI im Handy drin und dann ging es richtig los. Ja, die ist schon freigestiegen. Ja, aber dann. Ja, das kam hier oben. Ja, dann, ja. Also, das ist dann noch der Zucker da. Aber hier unten haben wir darüber gesprochen, das muss man auch sagen. Also da die Situation plus 30% Apple und ich habe nichts gemacht jetzt die vergangenen Monate. Es ist alles für mich gelaufen und die Situation hier, wir kommen aus einem großen Flag, so einem Seitwärtskanal heraus, das ist eine Konsolidierungsstruktur. Ich meine, hier Ramon, das hat jetzt 12 Monate gedauert, ja, diese so. Seitwärtsbewegung. Und wie gehst du dann mit solchen Situationen um? Ich meine, da kaufst du und dann, man sieht es hier, dann hängt die oben wieder ab und geht nach unten. Und was machst denn du im Portfolio mit solchen? Das ist eben genau die schwierige Situation in einem Flag, weil wir wissen ja nicht, ob es jetzt 3-mal, 5-mal oder 10-mal hin und her geht. Ja. Und ich meine,
unten kaufen, ja, aber nachher verkaufe ich jetzt oben wieder. Wenn ich nicht verkaufe, dann sehen wir, dann ging es dann wieder runter. Dann habe ich die ganze Position wieder runtergetragen, ärgere ich mich. Aber wenn man dann am Schluss nicht dabei ist und diesen Schub nach oben verpasst, ärgert man sich auch. Also ist, muss man halt mit der Situation umgehen und selber wissen, soll ich da kaufen und wieder geben oder behalte ich es und glaube ich an den Ausbruch. Und das ist nicht immer gleich, das weißt du genau. Das kann eben sehr, sehr lange dauern. Also was ja interessant ist, diese Bewegung hier, wo du gesagt hast, irgendwie da KI auf dem Handy und so, das gibt dann denen den Anlass, doch wieder Apple zu kaufen, die hier gesagt haben, nicht mehr interessant. Ja, ja, ist und, so. Und dann ist ja das Phänomen, wie kommen diese Bewegungen zustande? Weshalb sind die so heftig an diesen ein oder zwei Tagen? Ich denke, das sieht nach Shorts-Squeeze aus. Eben, weil sehr viele Investoren zur selben Zeit handeln wollen, weil sie nicht voraus geplant haben. Genau. Und deshalb müssen sie halt den Aufpreis dann bezahlen. Sie verursachen selbst den Anstieg, eigentlich dadurch, dass jetzt alle wollen. Vorher war das kein Thema. Und dann vielleicht Index, große Gewichtung, untergewichtet und dann verliere ich sofort relative Performance und da muss ich auch noch einsteigen und eben das KI hat sicher dann diesen Hype noch ausgelöst, das ist so. Ja, also im Video drin, unten in der Beschreibung, verlinken wir diese Expertisen, die wir da zugrunde gelegt haben, kann man vielleicht mal nachlesen und auch schauen, was waren die Überlegungen dahinter, weshalb Apple interessant sein soll. Ja, und wie es rausgekommen ist, kann er hier jetzt sehen. Gold. Ja, Gold jetzt auch in einer Konsolidierung. Ich meine, das kann auch noch länger dauern, ein Flag, hat aber vorher natürlich Riesenschub gemacht. Auch da war es, entweder war man dabei oder nicht. Ich meine, wenn man nachher eingestiegen ist, ja, dann geht es halt einfach hin und her. Es ist immer die Illusion, oder? Irgendwie, du kaufst und sofort ist es ein Ticket, soll es ein Ticket sein zur Vorstellung. Klar. Sofort soll etwas gehen. Funktioniert aber nicht an den Märkten. Nein, aber eben, wenn es dann losgeht, dann sollte man es nicht verpassen. Aber man verpasst leider einfach von Zeit zu Zeit die großen Chancen. Ist einfach so. Man kann nicht überall dabei sein. Was findest du denn so den optimalen Zeithorizont? Wo fühlst du dich am wohlsten? Also ja, ich meine, am wohlsten fühlst du dich, wie du gesagt hast. Wenn du kaufst und zwei Tage später geht's los. Die große Schwierigkeit ist wirklich, wenn du so einen Flag siehst, dass dann es geht dann nochmals tiefer, als du gekauft hast und dann kommen dann die Fragen, ja, ist es immer noch ein Flag oder könnte es auch sein, dass der Trend halt weiter nach unten geht und da kommt dann immer der Test, ob du die Position wirklich behalten willst oder nicht. Die Überzeugung ist die Frage. Also ich finde, für mich selber, ich fühle mich am wohlsten so im Zeitraum, ich sag mal, plus 4-5 Wochen, mehrere Monate eigentlich. Ja. Kannst du arbeiten, deine normalen Dinge tun und du musst einfach die Überzeugung haben, die Situation für dich, ja, man wirklich kontrollieren kann man das ja nie, aber du hast eine Vision, was geschehen soll, du musst halt immer wieder prüfen, ob das immer noch passt und ist dann so, ja, halt auch mal im Gegenwind stehen können und dann... Sonst geht's nicht, ja. Tonis, also da bist du auch ziemlich lange im Gegenwind gestanden. Genau, ich meine, da jetzt, muss ich ja sagen, da wurde ja auch gesagt, diese Schlafaktie, dieses Toni, hast du gesagt, schläft ja und das stimmt ja auch, das sieht man jetzt genau wie bei anderen, lange konsolidiert und dann aber 50%, ich meine, selbst Nvidia würde neidisch, ich meine, 50% innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe nachgeschaut, als der Ausbruch kam, ging es dann 3 Tage und dann hat sie 20% zugelegt. Also ich sage nur, gut gebrüllt, Löwe. Ha? Ja gut, also es ist natürlich auch ein kleiner Titel. Wahrscheinlich ja, aber das ist eben das Interessante. Ich meine, Z Capital Group, einer der größten Kapitalmanager auf der Welt, hat 5% von Tonis gekauft. Also wann jetzt hier oben? Oder? Ja, ich nehme an, der hat die ganze Zeit gekauft. Aber der hat sicher ein Preisziel, das nicht nur 10 oder 20 oder 50% höher liegt. Du denkst also, das geht höher noch? Das geht höher, ja. Ich weiß nicht, ob da die Grafik da oben dann ausreicht am Schluss. Aber jetzt sind wir euphorisch. Ja, da weiß man das nie. Da kommt nie gut raus, wenn man euphorisch ist. Aber hey, Tesla.
auch, da haben wir ein extra Video gemacht, ja. Anfang Mai, darüber, da war ja die Situation hier unten mit dieser Falling Wedge, wo Tesla, wo es auch enorm viele Zeitungsartikel gab, alles. Was da alles schlecht ist an Tesla und dann wusch, plus 40%. Klar. Keine Zeitungsartikel mehr, jetzt ist einfach Schweigen, man hat nie etwas geschrieben und so. Ja, das kennen wir ja eben und dann geht es 40% hoch und dann kam es ein bisschen zurück und jetzt ist einfach mal Ruhe. Mhm. Ich meine, jetzt ist die Frage eben, wie lange dauert es, bis denn da nochmals ein Schub kommt? Mhm. Ja, ich glaube, man muss das unterscheiden. Es gibt hier mehrere Situationen oder auch mehrere Trends. Also generell diesen primären Aufwärtstrend, den man jetzt hier im Bild nicht sieht, weil der weiter zurückreichen würde und dann würde man das hier nicht mehr so genau sehen. Aber es gibt hier diese kurzfristige Oxidation nach unten. Das haben wir hier besprochen, eben vor 2 Monaten. Die jetzt ausbalanciert wurde und dann gibt es hier diese Konsolidierungssituation, die man hier im Bild drin sehen kann. Das ist dann ein größeres Kaliber, braucht sich auch länger, weil es eben größer ist und trägt aber auch länger. Das hier waren ja, glaube ich, irgendwie etwa 2 Wochen, diese 40%. Und das andere wird dann halt auch länger brauchen, bis es anläuft. Und auch bis es abgewickelt ist. Ja, und, aber ich muss sagen, ich bin da für Tesla weiterhin optimistisch. Aber plus 40% in aller Kürze, das war etwas viel. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt an die Börsen schauen, im Augenblick ist es eigentlich ja trist, oder? Also ich habe jetzt hier im Bild den Eurostox 50 drin. Ich meine, das ist verrückt. Eine Trading Range. Ja, vor allem, wenn man denkt, was zwischen Februar und März passiert ist. Mhm. Und jetzt, seit dort, ist man einfach in dieser Range drin und es gibt immer mal wieder Neuigkeiten. Jetzt waren eben der letzte Move nach unten, diese Frankreich-Wahlen, die da anstehen. Mhm. Ich meine, ich habe nachgeschaut, also der Eurostox, DAX, die sind etwa so, dann S&P, SMI sehen ein bisschen besser aus, aber also ist auch nicht massiv hochgegangen. Ja, aber da muss man vielleicht dann auch auf das Thema zu sprechen kommen, Währungen, oder? Also da haben ja die Währungen dann auch einen großen Einfluss. Haben sicher auch einen Einfluss und die Zusammensetzung. Ich meine, ich habe auch geschaut in den USA, der Russell, der ein breiter Index, 1000 Titel, der sieht sehr ähnlich aus wie der Eurostox. Und die Tech-lastigen, wo der Nvidia große Gewicht hat, die sehen ein bisschen besser aus, weil die halt vom März her nochmals gestiegen sind. Also ich habe gestern mit unserem Ökonomen gesprochen, mit Diego, und ich habe ihm die Frage gestellt, weshalb eigentlich jetzt in Europa, ich kriege diese Frage öfters gestellt, weshalb in Europa die Wirtschaftsaussichten und Zahlen ja wirklich schlecht aussehen, es geht immer weiter runter, aber die Börsen interessiert es nicht, die steigen tendenziell sogar noch, und schauen wir uns das mal ganz kurz an, was er gesagt hat. Gerne. Du hast recht, Roland. Die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Europa, ist schwach. Doch am Kapitalmarkt kommt es am Ende immer auf die USA an. Das zeigen historische Korrelationen. Und die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist insbesondere durch die Neuverschuldung der beiden Regierungen in den letzten Quartalen stark angetrieben worden. Doch wir sehen auch jetzt schon, dass die wirtschaftliche Entwicklung trotz hoher Neuverschuldung in den USA nicht mehr so stark ist. Dazu müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass es nicht auf das reale Wirtschaftswachstum ankommt für Unternehmen, sondern sehr stark auf das nominale Wirtschaftswachstum, also auch auf die Inflation. Wir sehen Umsatzerlöse, Gewinne, das sind alles nominale Kennzahlen. Auf der anderen Seite stehen die Schuldendienste und die Kostenstrukturen, die auch nominal sind, sodass Inflation auch positiv für die Unternehmen wirken kann. Und dementsprechend müssen wir halt auch die Entwicklung der Unternehmen betrachten unter den Vorzeichen der Inflation. Dazu haben wir verschiedene andere Themen, die aktuell sich mit reinmischen. Wir haben die geopolitische Situation, wir haben den Krieg in der Ukraine, die Gegenüberstellung von NATO und Russland, die viele Menschen auch erwarten lässt, dass Inflation auch in der Zukunft ein Thema bleiben wird. Und das treibt natürlich dann auch Aktien
eher an als Anleihen, die gegebenenfalls von Inflation ja betroffen sein würden. Und all diese Faktoren kommen zusammen und führen dazu, dass die Marktteilnehmer ja auf die aktuelle Situation schauen und nicht so sehr die Zukunft prognostizieren, wie oftmals am Kapitalmarkt ja erwartet wird. Ja, bei Bitcoin ist es ja eigentlich genau dasselbe. Ja, da läuft auch nicht wirklich was. Dieses Halving war eine Riesengeschichte. Ich meine, jetzt schaut man auf dem Chart, ich weiß nicht mal mehr, wo es genau war. Es war ein Riesentheater überall. In jeder Zeitung ist da gestanden, jetzt geht's nach oben. Richtung, aber wir wissen es nicht. Und du hast ja auf der Webseite bei dir eine Expertise geschrieben. Ja, ja. Da können die Leute nachlesen, aber ja. Genau, also haben wir wöchentlich Updates und wenn sich da was ändert, dann steht es dort drauf, investieren. Ist doch gut so. Gut, dann kommen wir noch zu den Favoriten. Jetzt Ramon, ich meine, Polypeptide, das ist wirklich so eine kleine Aktie. Ist gar nicht so klein, wie man denkt. Ist doch einer der drittgrößte Produzent von diesen Molekülen, die man auch braucht für dieses GLP-1 zum Abnehmen. Mhm. Der Chart, wenn man den länger anschaut, die Aktie war mal bei 130. Ich habe jetzt gedacht, du bist bullish, weil es gestiegen ist. Nein. Ich meine, ich bin bullish, weil jetzt hat es den ersten Mal einen Move gemacht. Jetzt konsolidieren wir. Ich erwarte da über die nächsten Monate positive Meldungen. Und dann denke ich, ist dann von hier ein nächster Schub wieder möglich. Wird sich dann weisen. Ich denke, 11. August kommt das Update für den Ausblick und dann wird es wieder spannend werden. Also ich bin mir da jetzt wirklich nicht so sicher, muss ich sagen. Ist nicht gleich überzeugend wie Tonis, aber doch, tönt nicht schlecht. Ja, und jetzt, du hast Urlaubsbedarf. Genau, nein, das ist wirklich, ich habe die Firma letzthin getroffen und ich meine, wenn man sich überlegt, jetzt die Firma verdient EBIT-mäßig etwa dasselbe wie 2019. Mhm. Und jetzt schauen wir, wo der Preis 2019 war und wo der Preis jetzt ist. Und die verdienen praktisch das gleiche Geld. Mhm. Die Buchungen sind wieder auf dem Stand von 2019. Ich meine, der Markt ist skeptisch, ob die Leute weiterhin Geld haben, um in Urlaub zu fahren. Hat das nicht auch ein wenig mit Hotelplan-Geschichte zu tun, dass du da bullish bis auf TUI, also wenn die ja jetzt Hotelplan übernehmen könnten, das würde ihnen ordentlichen Schub geben. Ja, würde helfen. Und was natürlich geholfen hat, ist dieser Konkurs in Deutschland. Da kommen jetzt die Leute zu Ihnen. Aber ich finde es einfach spannend, dass man sieht an der Börse einmal mehr eine Aktie, praktisch selben Gewinn. Aussichten sind ähnlich gut wie 2019 und wir handeln jetzt irgendwie bei 6 und vorher war es irgendwie bei 30. Ich meine, es kann auch sein, dass die 30 völlig falsch waren. Aber jetzt bei 6, Sommer, Urlaub, ich denke, da könnte eine Aktie sein, die dann nach dem Urlaub höher steht. Also wenn du die wieder mal triffst, musst du ihnen halt sagen, dass sie irgendetwas mit KI machen müssen und dann geht die Aktie dann schon nach oben. Und das machen sie bestimmt. Ja. Gut, jetzt einer meiner Favoriten, also ich bleibe eigentlich bei Tesla, aber eben nicht kurzfristig. Roche finde ich weiterhin super. Gold würde ich auch halten, also ich würde eigentlich an den Favoriten gar nicht viel ändern, aber neu hinzunehmen würde ich Kering. Da habe ich auch vor 2 Tagen eine Expertise zugeschrieben und seit dieser Expertise, zack, 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 ja, das ist schon, das ist davor, aber es waren nicht meine Worte, die das nach oben getrieben haben. Die Aktie ist ja relativ groß, oder? Kering. Ja, richtig. Ja, ich meine, da ist halt diese ganze Geschichte, dass die Chinesen keine Luxus- oder weniger Luxusgüter kaufen und da ging es runter und runter und runter und irgendwann eben mit dieser Falling Wedge, wo man da sieht, ist dann irgendwann mal wieder Schluss und dann geht's auch irgendwann wieder mal besser. Also wieder dieses Muster, das wir erkennen von Tesla. Ist ja eines deiner Lieblingsmuster, ja, oder? Ja, es ist auch äußerst profitabel. Aber es ist auch anstrengend, muss man sagen, weil du musst hier schon irgendwie, einerseits du siehst es zuerst, darfst aber nicht sofort handeln, sondern musst halt irgendwie einen Plan haben, wie du vorgehst. Und wenn du es nur siehst und dann irgendwie rumwirkst oder so, dann geht es nicht gut. Also ja, und da muss man auch sagen, ich meine, du denkst dann vielleicht, hier ist schon das Low und dann kommt noch eines. Und also ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist dann schwierig, nochmals zu kaufen, weil dann kommen bestimmt die Zweifel auf. Aber wenn die Zweifel aufkommen, ist es meist richtig. Ja, genau. Hey, und jetzt punkto Zweifel. Nvidia, das ist der Superstar an der Börse. Muss man
neidlos anerkennen, ist der Superstar. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen einen Riesenrückschlag, 15%. Ich meine, das ist ja irre. 15%. Ja, richtig. Aber den sieht man kaum. Das ist also auch unglaublich. Ja. Also weißt du, wenn ich das sehe. Aber für mich hat sich schon einiges geändert, was, Nvidia. Was denn? Also ich lese jetzt schon seit 2-3 Monaten, dass wirklich sehr viel mehr Retail-Investoren da jetzt eingestiegen sind. Ich kenne auch einen konkreten Fall, der unbedingt jetzt noch Nvidia kaufen wollte. Ich meine, es ist halt einfach wirklich viel gegangen und ich denke weiterhin, die Firma wird sehr gute Gewinne erwirtschaften. Ob die Aktie wirklich nochmals weiter steigt, ich weiß es nicht, aber Chancen, Risiko sind sicher jetzt nicht mehr so gut, wie sie noch vor irgendwie 1, 2, 3 Quartalen waren. Also, aber wir wissen, wenn der Hype weitergeht und einfach alle diese Chip kaufen wollen, dann können die auch nochmals über ein Jahr lang extrem viel Geld verdienen und dann geht die Aktie vielleicht nochmals 20-30%. Also ich mache hier sicher nicht mit, weil ich glaube, dass man auch ohne Hype und unter besserer eigener Kontrolle solide Geld verdienen kann. Hier, das kann sein, oder kann man mitspielen, aber es ist halt eben dann nicht mehr als das. Und ich habe das lieber etwas mehr unter Kontrolle. Und bin ich absolut auf deiner Seite, weil hier das Risiko, dass es vielleicht auch mal auf einmal 30% oder 40% runtergeht, ich meine, das kann jederzeit passieren. Ja, dann schauen wir uns das dann sicher wieder an hier. Genau, dann wird es dann vielleicht wieder spannend. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es jetzt für den Augenblick gewesen. Wir freuen uns natürlich über weitere Empfehlungen und über Likes. Und wenn du unseren Kanal abonnierst, super gut. Empfehle uns weiter. Ramon, dir vielen Dank. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Danke dir.